ersten Tag geht es erstmal nur nach Aarhus in Dänemark und die Hälfte ist schon geschafft und keine Tour ohne Regen. Ich bin jetzt in Aarhus, direkt an der Domkirche, in einem kleinen Zimmer, was schon so ein bisschen den Vorgeschmack auf die Schiffskabine morgen gibt. Noch einen kleinen Spaziergang durch die Stadt, bevor es dann morgen weiter zur Fähre geht. Geht jetzt in die Kabine. Die Kabine ist bezogen, klein aber fein und die Überfahrt kann damit beginnen. 2 Tage auf See bei Windstärken von 5 bis 7 und 4 Meter hohen Wellen. Eine ziemlich unruhige Fahrt bisher. Nach 2 Tagen ein Zwischenstopp in Tórshavn auf den Färöerinseln. Ich nutze die Gelegenheit für einen kleinen Stadtrundgang in der Hafenstadt und für die Cache-Suche. Leider sehr neblig bei der Einfahrt in den Hafen.
Von Zierdesfjörde zur Ringstraße geht es erstmal über einen 600 Meter hohen Pass. Hier war es nicht nur neblig, sondern auch so kalt, dass das Wasser direkt auf der Brille gefror. In Island angelegt in Zierdesfjörde. Da war es noch richtig dichtig neblig und dann über 600 Meter über einen Pass drüber, 10 Meter Sichtweite und kaum ging es einen Berg runter. Dann hier so wunderbares Wetter, 15 Grad. Ja. Geht jetzt mal weiter. Der Dettifoss ist einer der größten Wasserfälle in Europa. Über eine Breite von rund 100 Metern stürzt hier das Wasser 44 Meter tief. Das ist schon sehr imposant anzusehen. Rund eine Stunde entfernt vom Dettifoss liegt links der Ringstraße das Hochtemperaturgebiet Verarönd. Hier brodelt und blubbert es die ganze Zeit und Schwefelduft liegt in der Luft. Der Sage nach wurden hier im Gorafoss die letzten heidnischen Götter in den Wasserfall geworfen, daher der Name Götterwasserfall. Der Wasserfall ist 158 Meter breit und 11 Meter hoch, verläuft in einem Bogen und wird von Felsen unterbrochen.
zwei Tage in Island sind schon rum, nachdem ich in Seyðisfjörður bei dick im Nebel angekommen bin und über den 600 Meter hohen Pass zunächst fahren musste, was eisig kalt war, gab es dann dahinter Sonnenschein und blauen Himmel. Da habe ich mir gestern noch den Dettifoss angesehen. Dazu musste ich erstmal 30 Kilometer Schotter fahren. Das war ziemlich anstrengend und ich war ein bisschen zu warm angezogen. Aber die Aussicht hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann ging es weiter nach Húsavík und der Tag war damit im Prinzip auch schon zu Ende. Heute ging es zunächst zum Goðafoss und dann weiter bis hoch in die nördlichste Stadt Islands, Siglufjörður. Da gibt es zwar nichts Besonderes, aber wer konnte das ahnen? Aber zumindest gab es nach dem Viertunnel auch wunderbares Wetter, so wie jetzt auch hier in Tjaldri, wo ich die Nacht verbringen werde. Bei Glaumbeer befindet sich ein Torfhaus-Museumshof mit Gebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die mit Torfrasen bedeckten Häuser zeigen, wie die Menschen damals mit Baustoffknappheit gelebt haben. Der Kolugluðfjörður Canyon ist nicht ganz so bekannt und daher auch nicht stark besucht. Mit einer Länge von einem Kilometer und knapp 60 Meter Breite fließt hier der Fluss wie die Dalsa. Der Tag beginnt mit jeder Menge Regen, aber getankt werden muss ja auch noch.
Ich habe Glück, beim Grabrock-Vulkan hört der Regen kurz auf und ich nutze die Gelegenheit, um auf den Krater zu klettern. Am Nachmittag in Reykjavik hört der Regen endlich auf und ich lasse es mir nicht nehmen, die Hallgrimskirche zu besichtigen und einen schönen Blick über die Stadt zu ergattern. Kurz vor dem Nationalpark Þingvellir entdecke ich den Öxarárfoss. Geysirfeld dampft und brodelt es überall. Der große Geysir als Namensgeber aller Geysire ist so gut wie nicht mehr aktiv. Der daneben befindlich kleinere Strokur dagegen drückt rund alle 7 Minuten heißes Wasser bis zu 30 Meter in die Höhe.
Nach dem Seljalandsfloss besuche ich das Lava Center in Kvolsvellir. Dort kann man sich über die Entstehung Islands, die Funktionsweise von Vulkanen sowie der Mantelplume, auf der Island sitzt, in einer interaktiven Ausstellung informieren. In diversen Räumen werden einem die geologischen Besonderheiten nahegebracht. So bewegt man sich unter anderem auch in einem Gang auf Rüttelplatten, die den Eindruck von Erdbeben vermitteln. Eine Projektionskarte zeigt alle Erdbeben der letzten 48 Stunden in Island. Das sind wirklich nicht wenige, davon bekommt man nur einfach oft nichts mit. Auf der Aussichtsplattform kann man alle aktiven Vulkane Islands direkt sehen. Aktiv bedeutet hier Ausbrüche in den letzten 10.000 Jahren. Generell sind jedoch in den letzten 200 Jahren recht häufig Vulkane auf Island ausgebrochen. Der Skugafoss lässt auf einer Breite von 25 Metern aus 60 Meter Höhe das Wasser hinabfallen. Nicht eingeplant hatte ich die Besichtigung des bekannten DC-3-Flugzeugwracks, aber da der Shuttlebus gerade am Parkplatz stand, hielt ich spontan an und ließ mich ein Stück näher heranfahren. Die Atmosphäre des Wracks inmitten des aus Lavagestein bestehenden schwarzen Strandes hat schon eine gewisse Dynamik. Der Jökulsárlón oder auch Gletscherflusslagune ist der bekannteste und größte Gletschersee. Auf ihm treiben die Eisberge, welche sich von der größten Gletscherzunge des Vatnajökull ablösen, in den Atlantik. Hier kann man jede Menge Wasservögel und Robben beobachten. Ein wahrlich interessantes, aber auch beängstigendes Schauspiel, die Eisschmelze so zu sehen.
Nach vielen wunderbaren Kurven um einige Fjorde herum an der Südostküste Islands bin ich wieder zurück in Seyðisfjörður. Den Abend nutze ich noch für eine kleine Wanderung mit Cache-Suche. Auch den letzten Tag in Island nutze ich für eine Wanderung. Es geht hinauf zum Tvisingur, dem Zwiegesang, einer Betonskulptur aus 5 unterschiedlich großen Kuppeln, welche die 5-Tonharmonie im isländischen Liedgut visualisieren sollen. Mit dem Fahrrad fahre ich entlang des Fjords bis zum Vestdalsfossa. Von hier ergibt sich ebenfalls noch ein wunderbarer Blick über die isländische Landschaft im Osten. So, das war's dann. Jetzt warten wir hier auf den Check-in und das Schiff kommt so in 1,5 Stunden. Dann geht's rauf und zurück zum europäischen Festland.